Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ich bin seit der letzten Session nochmal in mich gegangen und habe alle Level nochmal in meinen Gedanken vor meinem geistigen Auge abspielt gehabt, Tatan, die Two-Tip-Bum-Buff, ne? Und da ist mir aufgefallen, dass es in dem Level Hanging Out doch noch einen Bereich gibt, der uns in einen Secret-Level führt. Den habe ich euch damals nicht gezeigt. Aber als ich es dann gesehen habe, ist es mir eingefallen, dass ich an der Stelle gesagt habe, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Und das haben wir dann nicht gemacht. Upsala. Also, ich habe dieses Level schon mal offscreen einmal kurz gespielt. Weil ich halt gesucht habe, was ich vergessen habe. Und wie gesagt, jetzt spielen wir dieses Level aber nochmal bis dahin. Das ist zum Glück auch noch eins meiner Lieblingslevel. Ich mag ja diese Musik so gerne, das habe ich auch schon zigmal erwähnt. Und ja, wie gesagt, hier gibt es einen Geheimbereich, den zeige ich euch gleich. Aber erstmal sammeln wir noch ein paar Kisten. So, dann kommen wir nämlich noch an den fünften Bonuslevel. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, irgendwie was verwechselt beim letzten Mal, als ich das gedanklich mit euch zusammen durchgegangen bin, da wo ich schon überall gewesen bin. Ich hatte ja gesagt oder gedacht, dass man per Nitro-Kiste, also diese Nitro-Kisten-Treppe in dem einen Level mit den Bienen, ich glaube, das war Behaving, dass man über diese Nitro-Kisten in einen Geheimbereich kommt. Das war zwar auch so, aber der führte uns nicht in diesen Spezial-Warp-Room, sondern der hat uns nur so ein kleines Bonus-Level gebracht. Das habe ich nämlich nochmal eben ausprobiert. Ich war nochmal in diesem Bienen-Level und habe geguckt, ob ich denn da jetzt irgendwie was vergessen habe oder so. Und ja, siehe da. Der hat uns halt nicht in diesen geheimen Warp-Room gebracht, sondern einfach nur so ein paar komische, ja, Leben und Kisten gebracht. Und dann bin ich stutzig geworden, hab gedacht, Moment, dann habe ich ja doch irgendwie nur 4 Geheimgänge euch gezeigt, wenn das keiner war. Ja, und dann habe ich gesucht. Und irgendwann bin ich auf dieses Level gekommen. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, hier war doch noch was. Und ja, das war eben kurz zu der Geschichte, warum ihr jetzt dieses Level sofort seht. Ich hatte vorher noch nicht aufgenommen oder so, ich bin einfach nur offscreen ein bisschen rumgetüdelt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch jetzt eine andere Lebensanzahl, könnt ihr gucken, hier 37, ich weiß nicht, was der letzte Stand bei euch war. Ich habe wahrscheinlich jetzt ein paar mehr, weil ich halt rumgesucht habe in den ganzen Levels. Und ja, irgendwo kommen wir gleich an eine Stelle, wo dieser eine Geheimgang war. Vielleicht erinnert ihr euch auch, wenn ihr es seht. Ich habe an der Stelle damals gesagt, damals vor unendlich langer Zeit halt, dass da ein Geheimbereich ist oder dass da irgendwas gibt. Vielleicht habe ich sogar an der Stelle gesagt, dass es da nur ein paar Leben gibt oder so. Das kann auch gut sein, weil ich es gedacht habe, aber da war ich im Irrtum. Auch ich kann mich irren. Nämlich, gut, hier, genau, hier müssen wir runter und jetzt kommt's. Diesen Checkpoint aktivieren und jetzt zurückgehen. Da ist nämlich ein Loch im Boden. Und da habe ich damals, glaube ich, gesagt, da müssen wir nicht hin, da gibt es nur Leben. Und das war ein Fehler. Denn hier gibt es was ganz Tolles. Erstmal gibt es hier einen tollen Spiegel, wo wir reingucken können. Cool, ne? Hallo. Ach, Crash. So, hier kommt jetzt ein ziemlich gruseliger Bereich, glaube ich. Ich habe das eben noch nicht ausprobiert. Weil ich mir nicht sicher war. Wann habe ich die ganzen Leben hier gesehen? Ah, scheiße. Ich probiere das jetzt das erste Mal hier mit euch, ne? Also damals habe ich es natürlich schon probiert, aber jetzt, wo ich es wieder entdeckt habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, sagen wir mal so, dass wir hier in den geheimen Bereich kommen. Das ist der einzige Bereich, der mir noch einfällt. Ich gehe mal davon aus. Scheiße, da muss ich schnell sein. Ich denke mal, dass wir durch diesen Geheimgang irgendwie in diesen Secret Warp Room reinkommen. So, komm, runter da. Ich hätte hier eigentlich ganz gut einen Mitleids-Akku gebrauchen können. Das muss man hier ziemlich gut abtimen, genau, so wie jetzt. Die sind ziemlich schnell, diese komischen Taschenlampenviecher, die wir noch aus dem ersten Teil kennen. In etwas anderer Form. Aber es ist halt machbar. So, dann müssen wir nochmal eben warten, bis der jetzt vorbei ist. So. Ach, das war jetzt zu schnell von mir. Ach ja. Wenn ihr Glück habt, ist das hier noch nicht der letzte Part. Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich kommt doch noch ein, zwei Parts. Hier ist leider kein Akku. So, komm jetzt einmal noch rum. Und jetzt laufen wir. Wie soll ich das denn so schnell machen? Das ist ja krass. Ich überlege gerade, können wir unsere Beine anziehen? Ich glaube, im dritten Teil war das möglich, dass wir unsere Beine anziehen können, wenn wir hier hängen. Das ist drehen. Aha, meine ich. Vielleicht hilft uns das mal im Gucken. Mal ausprobieren.
Ja, sicher. Meine ich doch. Das war ein bisschen sehr fies bemessen gerade. Das sieht so geil aus, wenn wir einen auf Klammeräffchen machen. Juhu. So kann man es natürlich schaffen. Okay, gehen wir auf ganz normal sicher. Oh, der ist ziemlich schnell drauf. Oh, ich kriege Angst. So, hier runter. Jawoll! Das sieht, glaube ich, gut aus. Jetzt müsst ihr uns in dem vierten, nee, in dem fünften Level ausspucken. Im Secret Warp Room. Mal gucken. Ja, na endlich! Super. Das sollte doch schon wieder ein Prozent gewesen sein beim Gucken. Haben wir jetzt 99%? Jetzt bin ich schon mal eben gespannt. Ja, genau. Das war das eine Prozent. Und jetzt kommt noch ein Prozent, nämlich den Edelstein finden. Den es halt jetzt noch in diesem Level gibt, was wir noch nicht kennen. Also ich kenn's schon. Denke ich mal. Ich hab's nur vergessen. Totally Fly. So auf Andi weiß ich es jetzt doch nicht. Ich lass mich mal überraschen. Was war denn das jetzt noch? Ich hab's echt verdrängt. Was war denn das noch? Totally Fly. Irgendwas mit Fliegen? Dschungelmusik. Ach, wieder ein Glühwürmchen-Level im Dunkeln. Da gab's ein zweites von, das wusste ich ja gar nicht mehr. Okay. Also das wird unser letztes Level sein, Leute. Und dann auch noch eins von diesem Schwierigkeitsgrad hier im Dunkeln und so. Oh. Na geil. Das ist doch mal ein Höhepunkt. Mal gucken, wie schwer es wird. Ich weiß es, das wusste ich echt nicht mehr. Weg, alles kaputt machen. Das ist natürlich jetzt wichtig, denn ich denke mal, wir müssen hier einen Edelstein finden. UFOs. Sehr schön. Die können wir auch noch aus Teil 1. Oh, oh. Das war gar nicht mal so klug. Aber wir haben 40 Leben, das ist doch schön. Hoppala. Sollte mal ein bisschen mehr aufpassen jetzt. Oh, da hätte ich eigentlich drauf gehen müssen. Da hat es das Spiel aber sehr gut mit mir gemeint eben. Boah, was war los, du? Oh, gefährlich hier. Oh, Mann. Ich hätte gerne einen Checkpoint, da ist einer. Boah, danke. Und in den Geheimbereich. Ja, Bonus halt. Ja. Achso. Och, scheiße. Ja, danke, dass du schon abhaust. Hallo, nicht so schnell. Bin nicht so schnell. Na, klasse. Da ist aber gleich Ende, wie es aussieht. Das hoffe ich. Ah. Leben mitnehmen. Nein, es ist dunkel. Ich hoffe, das sind die letzten beiden. Ich sehe nicht mehr so viel hier. Na gut. Vertrauen wir mal darauf, dass es nur 16 Kisten hier gab. Sonst muss ich ja nochmal in diesen Bereich rein. Komm mit. Bam. Rein da. Oh, bald wäre ich in die Luft geflogen. Hier gibt es sehr, sehr wenige Akkus. Oh, mein, oh scheiße. Ich will das Lötwürmchen. Das Glühwürmchen noch nicht einsammeln. Genau. Ich will erstmal diese Kisten kaputt machen. Das ist so viel Zeit weg. Ist hier noch mehr? Gott, hier ist so dunkel. Da! Ich habe eine kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob die aus Metall war. Sind das alle? Ich weiß jetzt nicht, ob es alle waren, aber... Ich mache lieber noch ein paar Stampfattacken hier in die Ecken. So, jetzt will ich die noch kaputt machen. Und dann sammle ich erst das Glühwürmchen ein. Komm. Ach Mensch, kommen die mit Crash. Bandicoot. So. Okay, jetzt geht's los. Hoffe, ich habe hier keine Übersicht. Ah, da ist doch noch eine. Verdammt, zwei sogar. Nein, das war scheiße. Schnell, 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 mach die kaputt. Lauf. Nein, ich sehe nichts mehr. Scheiße. Ich weiß nicht, ob da noch eine Kiste war. Oh Gott. Ich hoffe mal nicht. Nein. Verdammt, ich dachte, ich falle noch auf den Felsvorsprung da. Gut, sind wir wenigstens wieder hier, dann können wir das Ganze nochmal probieren. Okay, also. Oh, ich habe eben fast vergessen. Den machen wir so. Hat da auch ganz gut geklappt eben und ist wieder vorbei. Hier war eine? Ja, irgendwo hier war eine. Genau, die ist kaputt. Und hier war auch eine. Genau. Und da war weiter vorne noch eine hier. Ja! Klappt doch ganz gut im Dunkeln hier. So, jetzt sind wir zurück. Die noch kaputt machen.
bitte, mach die kaputt, Crash. So, und jetzt können wir, glaube ich, noch ein bisschen... Jetzt... Ah, wieder eine vergessen. Das ist kacke. So, lauf. Ich brauche Licht. Das ist schon ein bisschen mies gemacht. Okay. Nächstes Glühwürmchen. Hier waren wir eben auch schon. Nein, nicht. Okay, nicht so weit. Hier können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Da ist... Das ist das Ende. Das Ende. Und... Yes, wir haben den letzten Stein. Hammer. Und hinaus. Damit sollten wir jetzt die 100% haben und wir können uns dem Endboss stellen. Aber ich glaube, ich mache hier draus jetzt einen langen Part, denke ich mal. Ich mache da hier jetzt nicht nochmal zwei Parts von, glaube ich. Mal sehen. Geil. Das war, glaube ich, der letzte Edelstein-Crash. Komm, tanz nochmal. Du bist klasse, du. Um Outs. So, oh, eine Nachricht. Du hast alle Edelsteine beisammen. Unglaublich. Die Kristalle sind nicht das einzige Mittel zum Auffangen der Energie. Die Edelsteine können das ebenfalls. Mit ihnen kann ich die Cortex zerpflücken. Komm mit. Ich zeige dir meine Lasereinrichtung. Also, er muss ja schon ziemlich einen Streit mit Cortex gehabt haben, dass er so zornig auf ihn ist. Ne? Also, er will ja Cortex jetzt wirklich vernichten. Ne? Er will die Cortex Vortex vernichten. Das ist ja dieses Schiff, was Cortex gehört, was wir im ersten Teil schon kennengelernt haben. Dieser Zeppelin. Und jetzt haben wir gerade den Anblick von 100%, Leute. 100%! Und das auch im zweiten Crash Bandicoot-Spiel. Ist das nicht klasse? Ich find's richtig schön. Okay. Gucken wir uns nochmal unseren Pausenbildschirm an, da sehen wir es jetzt. 42 von 42 Edelsteinen, darunter auch die 5 bunten und 25 Kristalle, die hatten wir vorher schon und es sind 100% insgesamt. Das ist super, ich bin echt begeistert. Was wir jetzt noch tun müssen ist, glaube ich, nach oben düsen und zwar wieder ganz nach oben, wo wir damals Cortex besiegt haben. Richtig, hier sind wir schon und jetzt geht es noch einen höher und dann sollte uns eigentlich das Secret Ende bevorstehen und ja... Genießt es, Leute. Das 100% Ende. Nur für euch. Viel Vergnügen. Tja, liebe Freunde, das war das 100% Ende und wir sehen ein weiteres Mal die Credits und diesmal wirklich zum letzten Mal. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, noch mehr eigentlich als Teil 1, weil dies schon eins meiner favorisierten Teile ist und oder einer meiner Lieblingsteile, so. Und bis wir jetzt Teil 3 spielen, das ist mein absoluter Lieblingsteil, der wird aber erst noch ein bisschen später folgen, also da vergeht noch ein bisschen Zeit. Ja, ich widme mich jetzt erstmal anderen Projekten. Ich werde jetzt an dieser Stelle eine SimCity-Session einlegen, das habe ich euch versprochen, die sollte ja eigentlich schon nach Resident Evil 4 Separate Ways kommen, aber da hatte ich mich dann doch nochmal kurzfristig umentschieden. Deswegen kommt jetzt hiernach das SimCity Let's Play, also die Fortsetzung, die Session 7. Und danach kommt dann das Spiel, für das ihr euch entschieden habt. Und das werde ich immer noch nicht verraten. Wie gesagt, das Voting läuft ja noch. Auch zu diesem Zeitpunkt läuft das Voting noch. So wie die SimCity-Session abgelaufen ist, also so wie ich sie abgedreht habe, werde ich das Voting beenden. Allerdings werdet ihr das nicht mitkriegen, weil wenn ich das abgedreht habe, guckt ihr wahrscheinlich noch dieses Let's Play. Das heißt, den Text, den ich jetzt gerade sage, der könnte dann auch schon nicht mehr gelten. Cortex, hast du mich gerade ausgelacht, weil ich mich verspreche? Vielen Dank. Danke sehr, ja.
Jetzt hat mich jetzt gerade völlig rausgebracht. Jedenfalls noch könnt ihr voten. Ich weiß nicht, ob es noch gilt, wenn ihr es ja gerade seht, aber naja, egal. Jedenfalls, wenn ich SimCity beendet habe, wird feststehen, was ich als nächstes aufnehme, weil ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf, deswegen muss ich es ja dann schon wissen. Okay, kommt noch was? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir noch ein kleines Gimmick sehen. Das sieht nicht so aus. Wir kommen wieder ins Hauptmenü. Dann ist das die Stelle, euch zu sagen, dass es mir Freude gemacht hat, euch dieses Spiel zu zeigen. Und ich gerne auch ein weiteres Crash Bandicoot für euch spielen werde. Aber zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mir treu bleibt und immer fleißig meine Videos guckt. Ja, das Spiel ist vorbei. Das war Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Noch was, Cortex? Drücken Sie zum Beginn die Starttaste. Das machen wir beim nächsten Mal, denn jetzt sind wir durch mit dem Spiel. Ich sage, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.